Punkt 5. Fazit. Einige Formulierungen der katholischen Kirche sind nachvollziehbar und könnten womöglich zu einem besseren Leben dienen. Andere sind erschreckend und beinhalten Zeichen einer Sekte. Das mag jedoch auf alle Religionen zutreffen. Was heute noch Recht ist, kann morgen schon das größte Unrecht sein und umgekehrt. Ich begann die Arbeit etwas flapsig, zunächst primär aus Unterhaltungszwecken. Je mehr ich mich in die Thematik einarbeitete, desto bewusster wurde mir jedoch die eigentliche Schwere der Thematik. Dieses Thema scheint trotz allgemeinem Totschweigen in allen Köpfen fest verankert. Ich empfehle, offen darüber zu sprechen und sich vorurteilsfrei mit der Thematik zu beschäftigen. Das könnte die Seele beruhigen und vor Schlimmerem schützen. Zwei Parallelen lassen sich durch alle Kulturkreise und über alle Zeiten hinweg ziehen. Jungfräuliche Frauen sind sehr begehrenswert und auf Frauen wird sehr viel Gewalt ausgeübt. Sicher gibt es auch immer Ausnahmen, welche sprichwörtlich die Regel bestätigen. Sicher gibt es auch zurückhaltende Männer, welche alles für euch tun. Auch wenn nicht alle davon dies gerne zugeben. Um so einen Mann für sich zu gewinnen, muss sie wohl selbst sehr aktiv sein und sich ebenfalls sehr gut auf ihn einstellen. Findet heraus, was ihn interessiert und womit er sich beschäftigt. Ein gutes Mittel dafür sind persönliche Gespräche. Wenn man ihn einmal für sich gewonnen hat, ist er aber vielleicht das Beste, was einer Frau passieren kann. So ein Mann hilft euch auch gegen diejenigen, die es nicht so gut mit euch meinen. Lasst euch von dem Rest nicht allzu viel gefallen. Es ist auch keine Schande, wenn eine Frau außergewöhnlich lange Jungfrau bleibt. Die Jungfräulichkeit einer Frau ist etwas Wunderschönes, das sie nur dem opfern sollte, der für sie das Wichtigste in ihrem Leben ist und hoffentlich lange Zeit bleibt. Trotz möglichem Schmerz und Kummer sollten dabei ausschließlich schöne Erinnerungen zurückbleiben. Sucht euch also den Mann, der für euch wirklich wichtig ist und den ihr so gerne haben wollt. Und sorgt dafür, dass euch der Mann eures Herzens, dieser Scheißkerl, euch, verflucht nochmal, einen der schönsten Momente eures Lebens bereitet. Ich erhielt während des Schreibens dieser Arbeit erheblichen Druck von außen, ohne mich selbst irgendeiner Schuld tatsächlich bewusst zu sein. Ich nehme an, vieles wird ungeprüft hochgepusht und weitreichende Reaktionen erfolgen dann nur noch auf Hörensagen. Viele Menschen, die durch ein besonders verantwortungsvolles Handeln hervorstechen sollten, verhielten sich leider unbegründet völlig falsch. Ich vermute, es liegt im Interesse der betreffenden Personen, diese Auseinandersetzungen aber nur kurz am Rande zu erwähnen und nicht näher darauf einzugehen. Ich erwähne nochmal, dass ich mehrere Stunden wöchentlich sende, im Vormittags-, Mittags-, Nachmittags- und Abendprogramm. Da ich anders arbeite als viele andere Künstler, betone ich ausdrücklich, dass man ohnehin keine Vergleiche anstellen kann. Würde man dies aber trotzdem wagen, wäre mein kreativer Output vermutlich gigantisch. Wo Leute wirklich arbeiten und nicht nur zuschauen, kann auch mal ein Fehler unterlaufen.
Das führt wohl dazu, dass zwangsläufig jedes Jahr irgendein Satz oder ein einfaches Wort aus meinem Mund flutschend wird, für das man mich aus dem Zusammenhang gerissen genauso gut auch in den Knast stecken könnte. Dessen bin ich mir vollkommen bewusst. Allerdings wünsche ich mir eine Gesellschaft, der das ebenso bewusst ist und zu meinen Gunsten notfalls den kompletten Sachverhalt prüft, keine vorschnellen Entscheidungen trifft, auf Vorurteile oder Hörensagen baut oder mir sogar mutwillig irgendetwas negativ unterstellt, was so vermutlich überhaupt nicht die Absicht war. Vorrangig von hochgelobten Pädagogen erwarte ich normalerweise mehr Feingefühl, als mir persönlich entgegengebracht wurde. Allerdings wurden gesellschaftliche Vorurteile weitreichend von denjenigen bestätigt, welche die Gesellschaft eigentlich schützen, ausbilden, führen und zu guten Menschen formen sollten. Wer schlecht über die Gesellschaft denkt, muss also nicht unbedingt falsch damit liegen. Es wäre mir eine meiner leichtesten Übungen, mich so zu formulieren, als würde ich für entsprechende Personen Partei ergreifen, vielleicht sogar Lieder darüber zu produzieren und sie dabei aber eigentlich total zu vernichten. Davon sehe ich an dieser Stelle aber ab. Es war eine außergewöhnliche Situation und ich bin ja auch ein außergewöhnlicher Mensch. Daher übe ich mich an dieser Stelle weitestgehend im Schweigen und hoffe, dass sich so etwas nicht nochmal ereignen wird und alle Personen sozusagen mit den geringstmöglichen Reibungen eine zweite Chance erhalten. Jeder soll sich beweisen können, ohne dass unnötiger Zwist entsteht. Über Bullen braucht man sich wohl gar keine Gedanken zu machen. Gute Bullen ficken Kühe und schlechte Bullen sind geschlechtslose Ochsen, die irgendwann geschlachtet werden. Das ist ja jetzt auch in Kunst und Wissenschaft bekannt. Wenn euch jemand etwas anderes erzählen will, sagt einfach, ihr wollt unter Nutzung wissenschaftlich fundierter Erkenntnisse eure Viehherde oder eure Mannschaft antreiben. Ich bitte darum, meine Arbeit nicht wie meine überdeutliche Satire zur AfD unbegründet ins rechtsradikale Licht zu stellen oder für das politisch Böse zu missbrauchen. Ebenso ist mir auch nach reiflicher Überlegung unklar, inwieweit dieses wissenschaftliche, kreative Werk einem stark pornografisch orientierten Werk gleicht. Zumal ich zum Beispiel keine sexuellen Beziehungen von Julius Caesar klar erläuterte. Vielleicht mag mir das zu gegebener Zeit mal noch mancher eingeschränkter, psychisch kranker Holzkopf genauer erklären. Sogar die Absätze über die Islamisten sollten im Grunde eher zum Nachdenken anregen. Die jungen Männer, die so zahlreich hier ankommen, diese Flüchtlinge, verlassen ihr Land, um vor den Bedingungen, die dort geschaffen sind, zu fliehen. Demzufolge wäre es völlig unlogisch, davon auszugehen, dass sie genau diese Bedingungen begrüßen. Wenn man sich in den Verhältnissen, die man vor Ort vorfindet, pudelwohl fühlt, schränkt das die Moral, die Lust und den Drang, 10.000 Kilometer zu wandern, doch extrem ein. Ich selbst erlebte während den letzten Monaten mit diesen Flüchtlingen einige der coolsten Momente meines Lebens. Mir persönlich fiel der Abschied immer wieder schwer. Was mich viel eher stört, sind geistig begrenzte Politiker, Polizisten, Staatsanwälte, Staatsdiener, Lehrer, Pädagogen,
Professoren und Dekane, sowie strohdoofe, psychisch kranke Männer, denen ich den Schwanz lutschen soll. Das mag hoffentlich nur auf wenige Einzelpersonen zutreffen, aber denke ich an entsprechende Personen und die Verhältnisse, die dadurch mitunter in unseren Regionen herrschen, kann ich in geringfügigen Ansätzen aber auch einige Leute verstehen, die meinen, hier besser einen Dschihad zu führen. So, was habe ich persönlich jetzt eigentlich durch diese wissenschaftliche Arbeit erreicht? Ohne entsprechende Reaktionen vorwegnehmen zu wollen, würde ich bereits im Vorfeld behaupten, die Kirche wird mich verketzern, wenn nicht sogar Schlimmeres. Professoren werden mich hassen, Allah wird mich töten, Gurus werden ihren Fluch auf mich legen und ich entwickelte mich zum Staatsfeind Nummer 1. Aber hey, cool war es doch trotzdem irgendwie. Die Studienzeit sollte allgemeinhin die Zeit sein, in der man sich ohne größere Beschränkungen frei entwickeln kann. Und wenn ich mich entschließe, durch wissenschaftliches Entertainment zum größten Arschloch von ganz Deutschland zu mutieren, na dann ist das eben so. Dem steht pädagogisch, demokratisch und sozialwissenschaftlich erstmal nichts entgegen. Das ist immer noch ein freies Land, in dem jeder seine eigenen Entscheidungen treffen können darf. Dies sollte es zumindest sein. Wenn mich jetzt trotzdem noch jemand dissen will, soll er gefälligst seine eigene wissenschaftliche Arbeit schreiben. Aber Vorsicht, ich schreibe zurück. Und mein Beat wird stärker sein. Stellt euch auf den Beef eures Lebens ein, Chapos. Alle Bibliotheken werden aus den Nähten platzen. Diese wissenschaftliche Arbeit beschäftigte sich damit, Unterschiede aufzuzeigen, Lösungen zu finden und die Rechte von Opfern zu stärken und zu schützen. Ein Schlusswort fasse ich umso mehr pauschalisiert ab. Woran ein Mensch glaubt, ist überhaupt nicht relevant. Was zählt, ist das Verhalten gegenüber anderen. Man kann tun, worauf man Lust hat, solange man keinen anderen in seiner Freiheit einschränkt oder gegen seinen Willen zu etwas zwingt. Jeder Mensch sollte gehört werden und keinem sollte Unrecht widerfahren. Wenn das Gegenüber nicht mitziehen will, sollte man einfach seinen Schwanz einpacken, den Reißverschluss hochziehen, den Knopf zu knöpfen und mit etwas Glück ist die Sache damit erledigt. Niemand sollte sich unberechtigt, unverständlicherweise und in zu hohem Maße den Zwängen anderer Menschen unterwerfen müssen. Dabei ist es egal, ob man Protestant, Christ, Moslem, Jude, Hindi oder Heide ist, an den Weihnachtsmann, den Osterhasen oder den verrückten Moderatoren aus Radio und Fernsehen glaubt, an lila Elefanten, an gefräßige Mäuse, an Feen, Elfen, Kobolde, Einhörner, Pinguine, Eisbären, Klima oder Datenschutz oder mysteriöse Wesen aus einer geheimnisvollen Zwischenwelt. Wenn jemand das Bedürfnis haben sollte, sich mit mir über diese Arbeit zu unterhalten, erwarte ich, dass man diese Arbeit auch in seinem vollen Umfang kennt. So viel Zeit und Verstand sollte jeder besitzen. Sätze wie, hey, ich habe hier mal was gehört. Und da noch was. Und dort noch was. Und das mische ich mir jetzt einfach mal zu einem eigenen wahrheitsfernen Brei zusammen, um gegen dich vorzugehen, sind bei mir nicht sehr willkommen. In diesem Fall ist es besser, einfach mal den Schnabel zu halten. Als abschließendes Unterhaltungselement dieser alternativen, lehrreichen, journalistischen, musikalischen, komödiantischen,
wissenschaftlichen, aber zum großen Leid einiger Professoren und Pädagogen offenbar nicht sauber genug anmutenden Unterhaltungssendung, die ich trotzdem grüße. Zum Glück ist das Ganze ja jetzt vorbei. Erstellte ich ein Lied, worauf im Anhang Musikproduktionen als Punkt 20. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal, verwiesen wird. Dieses wurde mit zwei unterschiedlichen bearbeiteten Originalen instrumentalisiert. Darauf wird verwiesen mit 20.1 Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Two Guitars, Admiral Bob. Und 20.2 Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. I have often told you, Ivan Shaw. Anhang Musikproduktionen. Punkt 20. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Anhang Musikproduktionen. Punkt 20. Punkt 1. Carsten Todd. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Two Guitars, Admiral Bob. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Admiral Bob mit dem Titel Two Guitars. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Ich kämpfe für die Wissenschaft gegen alle Professoren, denn ohne Wissen, Wissen, Wissenschaft wäre nicht nur sie verloren. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Das ist eine Wissenschaftssendung, verdammte Scheiße nochmal. Darum sind wir hier in großer Zahl. Comedy, Musik und Wissenschaft. Unterhaltsam und alternativ. Unter einem Hut. Wer sonst hat denn dazu den Mut? Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Die Wissenschaft ist ein hohes Gut. Bitte habt dazu den Mut. Tut das, was euch interessiert, womit ihr vielleicht die ganze Welt inspiriert.
Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Wissen, Forschung und Entwicklung für den nächsten genialen Sprung in der Menschheits- und Weltgeschichte. So ist es Anreiz und auch Pflicht. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Ich mache jetzt auch Wissenschaft, da rein pumpe ich viel Kraft. Jeder braucht die Wissenschaft, sie ist das, was Wissenschaft. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft.